Enden dieses Beitrags hat Florian Silbereisen gerade gesagt, wir beide, das ist so nicht gesucht und doch gefunden. Florian Silbereisen und Thomas Anders sind heute Morgen bei uns. Ihr seid ja echt ein knackiges Duo geworden und das Ganze ist entstanden, ich muss es nochmal zusammenfassen, mit einem kleinen Gag vor 2 Jahren, 2018, habt ihr den Song zusammen performt. Mehr oder weniger eine spontane Aktion. Sie sagte doch, sie liebt mich, ist der erste Song. Der zweite im letzten Jahr, sie hat es wieder getan. Und jetzt kommen die beiden raus mit Versuch's nochmal mit mir. Ich finde, das ist eigentlich die Zusammenfassung einer ganzen Ehe, oder? Da sind doch mehrere Folgen der Ehe auf unserem Album. Das kann man so sagen. Da gibt es einige Songs, die den roten Faden durchmachen. Aber man muss folgendes sagen, diese erste Single, das hat uns so überrascht. Wir sind mittlerweile fast bei 16 Millionen Klicks. Also bei Sie sagte doch, sie liebt mich. Und das ist unfassbar. Und ich möchte jetzt noch mal reinhören. So ist das, wenn die beiden auf der Bühne zusammen singen. Sie sagte doch, sie will mich. Was will sie dann von dir? Du kannst sie zwar begehren, doch gehören wird sie mir. Das ist echt eine süße Sache. Ihr seht zusammen aus, als würdet ihr schon immer zusammen gehören. Und doch seid ihr eigentlich unterschiedliche Genres. Der Song war enorm erfolgreich. Hat euch sehr überrascht. Was ist dann passiert? Na, wir haben angefangen mit, sie sagte doch, sie liebt mich. Thomas hat einen Duettpartner gesucht und erfreulicherweise hat er mich ausgewählt und gefunden. Und dann haben wir diesen Song gemacht und dann war das sehr erfolgreich und die Fans haben diesen Song sehr gemocht. Dann gab es irgendwann die Fortsetzung, sie hat es wieder getan. Dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es auch wieder. Und jetzt sitzen wir hier mit unserem Album, Was will man mehr? Also damit hat wirklich niemand gerechnet. Wie muss ich mir zwei heterosexuelle Männer vorstellen, die zusammenkommen, einen Song schreiben? Du schreibst den eigentlich, Nein, geschrieben haben wir es nicht. Es ist also der Christian Geller, unser Produzent, der hat im Grunde die Song fast alles, hat nicht alle geschrieben. Ja, aber formulier mal deine Frage. Ja, also ich stelle mir euch beide jetzt vor. Wir kennen ja, du bist mit Claudia sehr lange schon verheiratet. Deine Partnerschaft hat man auch natürlich verfolgt. Ja, und ihr tauscht euch also aus über die Liebe, machen Männer ja normalerweise nicht so gerne. Ne? Man spricht ja nicht so drüber. Müsst ihr ja irgendwie gemacht haben, um diese Emotion reinzukriegen. Ja, wir streiten ein bisschen. Also zuerst hat sie zu ihm gesagt, sie liebt ihn, aber zu mir auch. Und dann ist sie am Schluss im Video mit Matthias Reim durchgebrannt. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, oder er, sie hat es wieder getan, dann war er auch noch der Gelauste. So, und dann, und jetzt sitzen wir hier und sagen, versuch's doch nochmal mit mir. Aber wir versuchen es auch immer wieder miteinander mit einem Augenzwinkern. Also das ist herrlich. Es hat so viel Humor, was ihr zusammen macht. Das gefällt mir sehr gut. Was ist der Vorteil daran, wenn man zu seiner Frau sagt, oder sie, man sagt es zu seiner Partnerin, versuch's doch nochmal mit mir. Wie kann man sie überzeugen? Naja, man muss natürlich die Schamkeule ziehen, das ist ja vollkommen klar. Und dass man versucht, okay, bei Männern ist ja oft so, dass die Männer immer irgendwas falsch gemacht haben. Aber ich will betonen, manchmal machen die Frauen auch was falsch. Also man könnte auch sagen, versuch's doch mal mit mir, also immer umgedreht. Aber man soll halt eben in der Beziehung einfach miteinander offen sein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist Humor. Also, dass man miteinander lachen kann. Wenn man nicht mehr miteinander lachen kann, dann ist das Leben auch nicht mehr schön. Wie lange bist du mit Claudia zusammen? Wir haben den 20. Hochzeitstag im nächsten Monat. Oha. Wie schön. Da muss man es oftmals immer wieder noch mal neu versuchen. Ne? Ja. Übrigens auch natürlich als Gesangsduo. Modern Talking gibt es nicht mehr. Aber ihr wart natürlich auch ein erfolgreiches Gesangsduo, habt es auch immer noch mal neu miteinander versucht. Wo ist die Schwierigkeit, wenn man als Musikduo zusammen lange Zeit erfolgreich sein will? Naja, man ist wir wissen es noch nicht. Also ich, bei uns fängt's worüber vielleicht streitet an. Man sich als Musiker? Wir streiten gar nicht. Tatsächlich. Aber wir sind jetzt auch nicht jeden Tag zusammen unterwegs, sondern wir haben uns dann eben auf der Bühne quasi mehr oder weniger kennengelernt. Und wir haben auch festgestellt, wir sind sehr unterschiedliche Typen, aber je besser wir uns kennenlernen, desto mehr Spaß macht es. Und wir streiten bisher noch gar nicht und ich hoffe und denke auch, dass das so bleiben wird bei uns. Ich glaube auch, das muss ja nicht sein. Es hängt ganz viel auch mit den Persönlichkeiten zusammen. Also wie halt eben das Gegenüber ist und wie Florian sagte, wir sind gar nicht so oft zusammen, weil er hat ja seine Riesenkarriere und ich bin auch viel unterwegs und wir treffen uns, wenn wir halt eben jetzt gerade wie beim Album halt eben auf der Bühne stehen und die Songs performen. Wie aktiv seid ihr auf Social Media? Habt ihr schon TikTok ausprobiert? Was haben wir ausprobiert? TikTok. Es ist nicht dieses kleine Minzblättchen, was man sich mal einfällt, sondern TikTok, noch nie gemacht. Nein, keine Ahnung. Ich bin jetzt seit Neuestem da voll vorn dabei mit
wie heißt Instagram? Das andere? Instagram, oh. Da bin ich jetzt schon aktiv. Mensch, da bist du ja wirklich, das freut mich auch. Das ist neu rausgekommen, glaube ich, hat man mir erzählt. Ganz aktuell, also aktueller geht es gar nicht. Wir werden gleich mal eine kleine Instagram-Story auch noch außerdem machen. Aber wir haben jetzt was mit euch vor. Es gibt nämlich bei TikTok, das ist sowas ganz Modernes von jungen Leuten, da gibt es Tricks, die man machen kann und es sieht ganz fantastisch aus. Unter anderem diesen Trick, den uns Olscha jetzt vorstellen wird. Olscha ist ja unser Netzreporter, der kriegt immer alles mit, was gerade total abgeht im Internet. Aha. Und möchte euch zeigen, zum Beispiel, ne, so Sachen macht man dann. Und das sieht man bei TikTok, da passiert in dem Video etwas und auf einmal sieht alles ganz anders aus. Aha, bin gespannt. Olscha, komm her, hol die beiden ab, ich übergebe euch jetzt. Und aber wir müssen jetzt nicht mit dem Hündlein dort... Du musst ganz was anderes machen. Was anderes. Ihr steht jetzt vorm Spiegel. Ach so, sollen wir? Marketing für junge Menschen, die Leute, die euch schon seit Jahren lieben, kaufen. Warum sage ich immer nur für junge? Sind wir denn jetzt schon so? Die Generation Z müsst ihr angreifen. Was müssen wir machen? Genau, müssen wir richtig Abstand halten. Also egal ob bekannter Künstler oder nicht, man muss auf TikTok sein, weil dadurch kann man seine aktive Fanbase nochmal aktivieren. Und im Moment geht die Wipe It Down Challenge sehr wild durch TikTok. Ja. Ich zeige euch mal, was das oder wie das im Final aussehen würde. Ganz viele Stars haben schon gemacht, wie Will Smith und Jason Derulo, wir schauen mal rein. Darf ich einen Wunsch äußern? Ja. Das Oberkörperfreie hatte mir ganz gut gefallen. Ich wollte gerade sagen, es war eine Fotomontage. Mach das doch mal vor, Marlene. Nach der Sendung, Thomas. Also, TikTok ist auf jeden Fall wichtig, weil dadurch, weil man als Musiker, viele Musiker haben auch ihre Karriere dadurch nochmal aufgearbeitet. Zum Beispiel Apache hat jetzt letztens eine Challenge gestartet. Durch Wischen am Spiegel? Genau, und ist jetzt auf Spotify Platz 1 in den deutschen und österreichischen Charts. Ich putze schon mal ein bisschen in den Spiegel und gleich müsst ihr das machen und ich werde euch gleich... Wir nehmen noch nichts vorweg, was sehr Spannendes mit euch machen und wie das gleich aussieht. Ja, bereitet ihr euch mal vor. Ich komme nämlich demnächst mal, ich sehe mal ein bisschen mal um den Content. Ihr bereitet euch mal vor. Ja, wir sind voll dabei. Jetzt Followern. Ja. Komm her und putz noch mal mit mir. Tausend und ein Leben bleibt noch hier. Ich glaube, es wird okay. Und zwei deutsche Superstars sind heute bei uns, Florian Silbereisen und Thomas Anders. Wir freuen uns wirklich sehr, weil wir schon viel Freude und viel Spaß mit euch hatten heute Morgen. Ich fasse nochmal zusammen. Diese beiden, die eigentlich ja gar nicht so viel miteinander zu tun hatten die letzten 20 Jahre, haben 2018 die spontane Idee gehabt und einen sehr erfolgreichen Song zusammen aufgenommen. Sie sagte doch, sie liebt mich. Genau. Im Jahr danach, 2019, sie hat es wieder getan und jetzt kommt der neue Song, Versuch's nochmal mit mir. Genau. Und ich muss euch sagen, ich habe heute Morgen, da habt ihr euch einfach hier ins Klavier gesetzt, diese beiden Stimmen, die passen wirklich wie Arsch auf Eimer. Und deswegen möchte ich einfach nochmal, stimmt es nochmal ganz kurz für uns Maestro. An. Komm her, versuch's nochmal mit mir. Tausend und dein Leben bleibt noch hier. Ich glaube, es wird okay. Versuch's nochmal mit mir. Und den Rest kann man auf dem Album machen. Also ich muss sagen, ich würde es versuchen, wenn ihr mich jetzt ansingen würdet. Ja, wir haben es nur für dich. Ich wollte hier versuchen. Nichts anderes wollte ich. Jetzt habt ihr ein Album gemacht. Also es war ja eigentlich so eine fixe Idee, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt kommt das Album, so heißt es auch. Jetzt geht's richtig los. Was höre ich auf eurem Album? Wir haben 17 Songs aufgenommen und haben natürlich mit dieser Dame, mit der alles begonnen hat, also sie, mit der alles angefangen hat, die sagte, sie liebt uns und so weiter, die haben wir natürlich auch ein bisschen mit eingebunden und haben wirklich 17 tolle Songs aufgenommen, die über das Leben, über Freundschaft, über Liebe, über alles handeln und vor allen Dingen machen diese Songs richtig Spaß. Also tanzbar, singbar und uns macht es vor allen Dingen sehr viel Freude. Und man kann, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, relaten. Ja, also man hat so diese, die Inhalte sind so, ach ja, genau. Also ich könnte mir vorstellen, es passt auf sehr viele Familienfeste oder Hochzeiten oder Wiedervereinigungen. Und es ist ein Augenzwinkern auch dabei. Ja, das war uns auch wichtig, dass wir, das sind nicht nur autobiografische Songs, sondern es ist immer ein schönes, ein Augenzwinkerer dabei, ein bisschen Ironie und ich finde das tut dem Ganzen sehr gut.
Thomas, du hattest schon mal Erfahrung mit einem männlichen Gesangsduo gewonnen für die jüngeren Zuschauer. Zum Beispiel unsere Kollegin Helene kannte die Kette Nora noch nicht. Daniel hat vorhin einen Witz dazu gemacht. Modern Talking früher, wahnsinnig erfolgreich und zwar wirklich Weltklasse. Ich bin echt dankbar, dass es mittlerweile Menschen gibt, die Kette nicht mehr kennen. Das muss ich mal sagen. Wir sind jetzt gerade an neuen Ketten zu machen. Also er kriegt dann Flo und ich krieg Tom. So irgendwie. Das ist schön. Wenn ihr diese Kette fertig habt, kommt ihr wieder ins Frühstück. Ja, unbedingt. Was muss passieren, dass sowas gut klappt über viele Jahre? Wenn zwei Musiker aus sehr unterschiedlichen Genres sich zusammentun. Man muss sich verstehen und man muss Freude haben, auch miteinander Zeit zu verbringen. Ich meine, es ist bei uns doch sehr relativ, weil wir, Florian ist ja nun sehr erfolgreich in seinem Genre. Ich bin sehr viel auch weltweit unterwegs und halt eben mit Konzerten auch in Deutschland. Man muss sich einfach mögen. Ich glaube, das ist wichtig. Dann hat man auch eine Chance, über eine lange Zeit wirklich erfolgreich miteinander zu sein. Und was bei uns auch sehr schön ist, dass man merkt, auch wenn zwei grundverschiedene Typen aufeinandertreffen, dass es sehr harmonisch sein kann. Und man sagt ja oft, Gegensätze können sich auch ein bisschen ergänzen und anziehen. Und so merken wir von Tag zu Tag, dass es immer mehr Spaß macht. Spaß macht dir auch das, was du sonst beruflich machst. Wir haben am Wochenende gesehen, du hast dich als Trauzeuge, als Trauender betätigt, nämlich Stefan Bross und Anna-Karina Wojcik, die kurz vorher noch bei uns waren und ihre Verlobung mit uns zelebriert haben. Wie war das für dich? Was hast du denen mitgeben können? Na, die Trauung hat Gott sei Dank die Standesbeamtin gemacht, nicht ich. Also, und so weit habe ich es noch nicht gebracht. Aber es war ein sehr schöner und emotionaler Moment, vor allen Dingen für die beiden. Und ich war auch durchaus natürlich ein bisschen gerührt. Ich habe meinen lieben Freund Stefan dann gesehen, wie er zittrig vor mir stand. Und dann hält man natürlich Abstand. In so einem Moment möchte man seinen Kumpel natürlich umarmen. Aber ich hoffe, dass ich ihm über die Distanz auch ein bisschen Energie geben konnte. Und dann war es ein sehr schöner Moment und für die beiden hoffentlich ein unvergesslicher Tag. Das ist sehr schön. Wie schön, wenn Liebe funktioniert. Nicht immer ist es ja so. Ihr seid jetzt auch so in der Mitte eures Lebens. Und, oh, danke. Ich auch. Ja? Was habt ihr über Liebe und Partnerschaften gelernt, was ihr jetzt auch in eurer Musik verarbeiten könnt? Du bist ja sehr lange schon mit deiner Frau Claudia zusammen. Mhm. Was ist das, was du sagen würdest, hast du gelernt, dass es funktioniert? Naja, ich höre jetzt ganz genau zu. Lernen, jeder Tag ist Lernen, jeder Tag ist miteinander umgehen. Also das, was ich definitiv, was wichtig ist für mich, für die Partnerschaft, dass man den anderen auch so lässt, wie er ist. Es gibt von einer amerikanischen Künstlerin wirklich so eine Aussage, die sagt, also eine Frau verliebt sich in einen Mann, die beiden heiraten, sind zusammen und nach 10 Jahren sagt die Frau zu ihrem Mann, du bist nicht mehr der, den ich geheiratet habe. Also weil sie ihn immer wieder formen möchte. Oder auch umgekehrt, vielleicht der Mann die Frau formt. Das darf nicht sein, weil ich habe mich ja in diese Person verliebt, so wie sie ursprünglich war. Dass man sich abschleift und dass man eben Eigenarten miteinander hat, das ist richtig. Aber den anderen immer noch für sich sehen und immer noch als etwas Besonderes. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Bist du schon bereit wieder für die neue große Liebe, Florian? Ach, ich sage immer, es kommt so, wie es kommt im Leben. Und so wie wir beide uns nicht gesucht haben, aber gefunden haben, so wird das auch irgendwann der Fall sein. Und insofern, du hast gesagt, ich bin in der Mitte meines Lebens. Ich hoffe, ich habe noch so 1,5 Phasen vor mir. Und insofern glaube ich, dass ich am Ende nicht übrig bleibe. Das glaube ich auch nicht. Es ist sehr schön, euch beide hier zu haben. Wir haben ein kleines Experiment mit den beiden gemacht, denn Social Media mäßig könnt ihr noch was dazulernen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Bei Instagram kennen sie nur das von außen sozusagen, obwohl beide tätig. TikTok ist der neue heiße Scheiß und da hat unser Olschei ihm euch was beigebracht. Ja. Und der Daniel könnte das jetzt mal abfahren. Es ist so, ihr müsst ja euch neue Leute ranholen, die euch jetzt jahrelang begleiten und lieben. Die werden auf die Konzerte kommen, eure Musik kaufen. Okay. Aber ihr müsst ja Generation Z erreichen. Also haben wir die Challenge genommen, die 6,7 Milliarden Mal geklickt wurde. Die Wipe It Down Challenge. Wir wurden jetzt schon 6,7 Milliarden. Ja, das ist schön. So wie du sagst. Das war ganz schön schnell. Im Frühstücksfernsehen ist das möglich. Da wird man sofort zum Star. Achtung, ja, das haben wir gerade gezaubert. TikTok mit den beiden. Okay. Wipe, wipe, wipe it down. Wipe, 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 wipe it down. Wipe, wipe, wipe.
Wenn es jetzt Millionen Euro nicht regnet. Nicht so schlecht! Das ist also, richtig gut. Wenn das wirklich helfen soll, dann bin ich gespannt. Also da, ich lasse mich gerne überraschen. Ab sofort auf TikTok. Die neuen Medien, ich sag's euch, Freunde, das bringt euch ganz weit nach vorne. Ja, okay. Meinst du, wir werden dann berühmt? Das wird unser Durchbruch. Also, noch berühmter ist schwierig, aber man muss sich ja neue Kanäle suchen, Thomas. Ja, nein, es war auf jeden Fall eine sehr ereignisreiche Erfahrung. Also Fenster putzen können wir schon mal. Ja, ja, das Studio ist blitzeblank, das kann ich sagen. Es sieht auch schmuddelig hier aus, das muss ich sagen. Schönen Dank euch beiden. Noch bis 10 Uhr Florian Silbereisen und Thomas Anders. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, liebe Zuschauer. Dieser Mann hat ein Handicap von, was sagst du, Flori? Eingetragen ist es, ich glaube, 16, aber ich spiele so zwischen 10 und 15. Unfassbar. Das ist ziemlich gut im Golfen. Ziemlich gut, ja. Das bereitet dich vor für unsere Minigolf-Challenge. Und wir haben jetzt eine Regel für alle mit unserem Kollegen Lukas Haunerland, damit die Streitereien an der Bahn aufhören. Ganz genau, da gibt es so viele Regeln, wo sich die Menschen nicht einig sind. Wir hatten heute Morgen schon ganz wichtig, Bahn betreten ist nicht erlaubt. Okay. Es, also beim Schlag auf jeden Fall nicht, vorher, nachher kannst du gerne. Okay. Du musst die Linie, in dem Fall die orangene, mit dem ersten Schlag schaffen. Aha. Also wenn der jetzt hier vorne liegen bleiben würde, dürftest du nicht den zweiten Schlag nehmen. Mhm. Das Hindernis muss auf dem korrekten Weg überquert werden. Also in dem Fall hier mit der Ecke oder mit der Sprungschanze. Ja, okay. Und jetzt die wichtigste Regel, die, glaube ich, für den meisten Ärger sorgt. Was passiert, wenn der Ball die Bahn verlässt? Ja, Strafschlag. Das weiß ich nie. Dann haben Strafschlag. Wir, dann ist ein Ausball. Dann gibt es Strafschläge wahrscheinlich. Oder? Strafschläge? Ich weiß es nicht. Neu, man muss von Anfang beginnen. Das Lustige ist, ich habe mein Leben lang gespielt, es gibt einen Strafschlag. Also wenn das der erste Schlag war, geht es dann mit dem dritten weiter. Ja. Das ist falsch. Was? Ach so? In den offiziellen Minigolf-Regeln gibt es keinen Strafschlag. Du darfst den Ball da einsetzen, wo er rausgeflogen ist, es sei denn vor der orangenen Linie. Mein Vater hat mich jahrelang betrogen. Ohne Witz. Ich bin schlecht erzwungen worden im Minigolf. Dann ist es doch ideal, ich schieße ihn hier, ich schieße ihn hier drüber, weil dann darf ich hier rein und dann ist doch das, perfekt. Deshalb dachte ich, das kann ja nicht die offizielle Regel sein, aber scheinbar schon. Okay, du könntest es jetzt direkt mal demonstrieren. Mach einmal vor mit dem schlechteren Ball, wie das aussieht. Also ich mache jetzt hier mal da einfach drüber. Na, der war jetzt ziemlich gut. Oh, der war tatsächlich ziemlich gut. So gut. Und jetzt? Jetzt kannst du parken. Jetzt habe ich gelernt, du darfst die Breite deines Golfschlägers. Ja, weil sonst kann ich die Dicke, genau. So darfst du. Okay. Aber wie soll ich jetzt das ausholen? Das ist unmöglich. Das geht nicht mit dem Schläger. So. Weil ich kann ja nicht ausholen. Erstmal stehst du auf der Bahn. Ja, das ist die erste Golferregel. Ich kann es nur so machen. Das ist die erste Golferregel. Es liegt immer am Material. Genau. Das ist nicht möglich ohne Ausholen. Das ist ein bisschen gemein. Ja! Ein paar drei, ja klar. Ja. Sensationell. Sehr schön. Ich trage ein. Thomas. Nein. Bin ich auch dran? Nein, wenn dann Thomas. Thomas hat, das muss man nochmal sagen, du bist ja in den Geschichtsbüchern von Sat.1, du hast damals die große Minigolf, wie war das nochmal? Challenge. Minigolf-Challenge? Meisterschaft bestimmt. Promi-Minigolfen hast du gewonnen. Das war mit Hugo und mit Hella. Ja, und das hast du gewonnen. Mit Joey Kelly zusammen. Ist quasi die Titelverteidigung. Man gewinnt immer mit Joey Kelly zusammen. Setz mich doch unter Druck. Einmal an dieser Stelle Druck, Thomas. Genau, jetzt erstmal Florian schlagen. Los jetzt, versuch's nochmal mit Minigolf. Ach, ich hab Rücken. Ja. Erkennt man sofort, warum er das war über die Bahn gelaufen, leider disqualifiziert. Nein, nur beim Schlag. Ja, das kann man, das hat man mir nicht gesagt. Auch die zweite Regel, streiten beim Golf, ganz wichtig. Thomas, Es kann nicht besser werden. Das muss ich auch sagen, sehr beeindruckend. Ihr könnt einfach auch in der Werbepause gleich noch weiterspielen. Der Daniel möchte sicherlich auch noch mal. Noch geht's. Das wird die neue TikTok-Challenge werden, die Sat.1-Planking-Challenge. Unser Song heißt Du kannst ein Sieger sein. Liegen wir hier, wer zittert, verliert. Ich bin der One-Arm-Lenker hier. Daniel Boschmann hat sich versteckt. Wo ist der denn? Nein, ich plänke hier wie Sau hinter Stefan, der Couch. Stefan, du musst hier an mir vorbei. Hier, guck mal, ich kann sogar einhändig plänken. Ich plänke mich quasi kaputt. Ich bin fix und fertig. Boah, ist das eine anstrengende Übung. Heieiei. An dieser Stelle müssen wir abbrechen. Jetzt wird's ungerecht. Der Witz ist, eigentlich war Thomas Anders derjenige, der mich da zu dieser Idee brachte, weil du gesagt hast, lieber Thomas, dass du jetzt tatsächlich angefangen hast mit Sport in der Corona-Zeit. Ja, ich wollte jetzt mal gucken, ob ihr das könnt. Was machst du denn so? Laufen, also Laufband. Laufband und Training, also Personal Trainer. Ich habe das ja auch schon gemacht, so, und das ist, Laufband. Da musstest du dich von jetzt gerade einfach ausruhen. Nein, ich habe da noch andere Klamotten an, das ist dann alles so ein bisschen. Ja. Du kannst das Jackett auch ausziehen, wir sind da nicht so. Das wäre dann doof für euch, also deshalb. Du willst nicht angeben, so sieht's aus. Thomas Anders und Florian Silbereisen waren heute bei uns, hat sehr viel Freude gemacht. Ihr habt uns auch.
seit 2018 als Duo unterwegs, sehr, sehr erfolgreich, jetzt mit einem neuen Song und dem Album, das heißt Das Album. Ja! Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr da wart.